BMW bringt mit dem 2er Active Tourer erstmals ein Fahrzeug in der Kategorie der Kompaktvans. Und gleichzeitig ist es der erste BMW mit Vorderradantrieb. Schließlich hat man ja dank Mini den Frontantrieb im Haus. Der 2er Active Tourer ist quasi die BMW-Interpretation jenes Formates, das VW mit dem Golf Sportsvan und Mercedes mit der B-Klasse besetzen. Wir sehen im Segment der kleinen und Kompaktwagen das größte Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren und haben gleichzeitig mit dem BMW Active Tourer die Chance, neue Kunden an die Marke BMW heranzuführen. Der 4,32 Meter lange 2er Tourer will mit seiner Variabilität überzeugen. So sind etwa die hinteren drei Sitze einzeln verstell- und verschiebbar. Auch der Beifahrersitz lässt sich vorklappen. Die Hecktür lässt sich berührungslos öffnen. Das Kofferraumvolumen reicht von 468 bis 1510 Liter. Zur Markteinführung im Herbst 2014 kommen aufgeladene 3- und 4-Zylinder-Motoren, Benziner mit 136 und 231 PS sowie ein Diesel mit 150 PS, der einen kombinierten Verbrauchswert von 4,1 Liter aufweist. Die Preise starten bei 27.950 Euro für den schwächeren Benziner und bei 32.350 Euro für den Basisdiesel.